Wie kommt das Ei zum Osterfest, der Weihnachtsmann zu seinem Bart? Wie war das noch mit Pfingsten, wie kommt die Glocke an den Start? Es gibt tausend tolle Fragen rund um Kirche und viel mehr. In unserem kunterbunten Dings, da gehen wir Ihnen hinterher. In unserem kunterbunten Dings, da gehen wir Ihnen hinterher. Heute? Melissa ist schwanger. Ach, hallo, da seid ihr ja wieder. Logodor und ich. Logodor, was starrst du denn so auf meinem Bauch? Hast du eine neue Hose? Ja, schick, oder? Bist du dicker geworden? Nein, schwanger. Schwanger? Ja, in mir wächst ein kleiner Mensch heran. Da drin? Ja. Echt? Wie bist du denn auf deinen Planeten gekommen? Auf Golos? Ich, weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht bin ich aus dem Ei geschlüpft. Guten Tag! Oh, Logodor, ich glaube, ich muss mal einmal meine Beine hochlegen. Komm, wir setzen uns ein bisschen auf die Couch. Vielleicht bist du ja auch von deiner Mama geboren worden. Bei uns Menschen ist das so, dass ein Baby 40 Wochen im Bauch der Mama heranwächst. Klingt spannend. Kann ich mal anfassen? Na klar. Ah. Hui, da bewegt sich was. Wahnsinn. Ja, ist das nicht großartig? So ähnlich wie bei Elisabeth und Maria. Elisabeth und Maria? Ja, Maria ist die Mutter von Jesus und Elisabeth ihre Cousine. Kennst du die nicht? Mm-mm. Na dann schau mal hier. Und ihr auch. Elisabeth hatte sich ganz lange ein Baby gewünscht. Leider vergeblich. Und dann wurde sie endlich doch schwanger. Und zwar gleichzeitig mit Maria. Elisabeth hatte damals so einen Kugelbauch wie Melissa. Als Maria sie besuchte, hat sich das Baby in Elisabeths Bauch heftig bewegt. Es hüpfte vor Freude, weil der kleine Junge in Elisabeth spürte, dass in Maria ein sehr wichtiger, ganz besonderer kleiner Mensch heranwuchs. Das Baby von Elisabeth ist übrigens Johannes der Täufer. Erinnerst du dich? Johannes der Döpper. Ja, genau. Johannes hat im Bauch gespürt, dass Jesus nah war? Krass! Kann ich noch mal? Na klar, wenn es dir Spaß macht. Hui! Ah! Aua! Es hat mich getreten! Ja, du bist halt auch ein ganz besonderer Typ.